Wenn ich ein Großprojekt gerne anvertraue, dann tue ich das der Degis. Eine funktionierende, eine gute Infrastruktur ist das Rückgrat unserer Nation. Es war eine Gemeinschaftsleistung vieler, vieler Experten, auch bei der Degis. Ich ziehe da meinen Hut. So ein wichtiges, so ein tolles Projekt ist schon eine besondere Ehre und macht große Freude. Mit allem drum und dran, den Tunnel herzustellen, ist selber schon ziemlich kompliziert und ziemlich schwer. Und das dann bei laufendem Verkehr, das ist schon außergewöhnlich. Und die das auch so vorgeplant haben, dass es funktioniert hat, da muss man einen Hut vorziehen. Eine Hauptleistung in dieser 55-Stunden-Vollsperrung der Degis ist auf jeden Fall die Einrichtung der neuen Verkehrsphase. Dafür müssen wir die komplette Markierung runternehmen, Schutzwände versetzen, die Markierung wieder neu aufbringen, um nach Verkehrsfreigabe für den Autofahrer einen verkehrssicheren Zustand zu haben. Die Tunnel auf der A7 sind nach den neuesten Sicherheitsstandards hergestellt worden. Im Fokus liegt hier die Selbstrettung. Dafür haben wir in der Mittelwand 15 Notausgangstüren installiert. Die Selbstrettung erfolgt in die gegenüberliegende Röhre. Im Weiteren sind alle 120 Meter an der Außenwand eine Notrufstation errichtet worden. Zudem haben wir hier in dem Tunnel Stelling 72 Kameras installiert für die Brand- und Notfalldetektion. Ein weiterer wichtiger Bestandteil sind die Strahlventilatoren hier hinter mir. Diese sind besonders wichtig für den Brandfall im Tunnel, da sie dafür sorgen, dass der Rauchabzug kontrolliert funktioniert. Um diesen Tunnel jetzt in Betrieb nehmen zu können, sind in den letzten Monaten zahlreiche Tests gelaufen. Zum anderen gehört dann auch dazu, dass wir die Funktionalität der Verkehrszeichenbrücken testen. Wir haben hier ein Verkehrsrechnersystem mit verschiedensten Programmen. Diese Programme sind zum Beispiel Spursperrungen, wenn ein Fahrzeug liegen bleibt. Wir können bei Ereignissen einen Nothalt auslösen und natürlich auch, wenn Brand oder Feuer ausgelöst wird, reagiert der Verkehrsrechner auch und hält den Verkehr entsprechend an. Okay, sind alle Seiten bereit? Ja, sind bereit. Okay. Dann wollen wir jetzt den Nothalt schalten. Los geht's. Jetzt rechts, jetzt auf. Dann halt's mal jetzt auf. Ja, bei uns ist auch eingelaufen, ganz sauber. Zudem hat Siemens als finalen Test einen Brandtest durchgeführt unter Beobachtung der Feuerwehr, um zu zeigen, dass eben alles das, was hier drin installiert ist für die Havariefälle, auch entsprechend funktioniert. Im Rahmen dieser finalen Vollsperrung wird auch die Feuerwehr sich nochmal hier mit einer Einsatzübung einbringen, um zu wissen im Havariefall, wie sie agieren müssen. Achtung! Bleibt natürlich in den Tunnel für freigegeben kommen. Feuer im Tunnel. Es besteht Lebensgefahr. Der Tunnel ist nach neuesten Gesichtspunkten gebaut worden, mit umfangreichen Sicherheitseinrichtungen. Für den Tunnel direkt vorgehalten wird auch eine Feuerwehreinheit, die etwa in 500 Meter Entfernung von den beiden Portalen steht und im Einsatzfall ausschließlich dann hier in den Tunnel ausrückt.
Und wenn die Verkehrsteilnehmer sich dann auch noch an die Anordnung halten, das heißt also beim gesperrten Tunnel, bei einer roten Ampel nicht hineinfahren, nicht ins Schadenszeugnis fahren und sich dann im Tunnel an die Anordnung der Tunnelleitzentrale halten, dann kann man beruhigt den Tunnel benutzen. Ja, der größte Dank geht natürlich in dem Fall an die Leute, die das hier wirklich vor Ort realisiert haben. 5 Jahre lang, Tag und Nacht teilweise, die ganze Woche über, sonntags, sonnabends, wenn es erforderlich war, haben die hier als Betonbauer, als Erdbauer, als Straßenbauer, als Bewährungsbauer, als Zimmermann sich hier buchstäblich ihren Allerwertesten aufgerissen, damit wir pünktlich zum Zeitpunkt X fertig werden. Und wir sind fertig geworden. Ich sage ja mit, die besten Ingenieure und Ingenieure in Deutschland sind in der Degis. Wenn ich ein Großprojekt gerne anvertraue, dann tue ich das der Degis. Hier ist jetzt etwas gelungen, dass man die Interesse der ortsansässigen Bevölkerung komplett mitnimmt. Die Stadtteile kommen wieder zusammen, es wird ruhiger, es wird grüner. Großartige Leistung. Es war eine Gemeinschaftsleistung vieler, vieler Experten, auch bei der Degis. Ich ziehe da meinen Hut, mit welchem Engagement das betrieben worden ist. Es geht nur gemeinsam. Wir kooperieren hervorragend, das nicht nur in Berlin, sondern auch die Teams vor Ort. Technische Projekte von dieser Größenordnung abzuwickeln, dafür ist die Autobahn GmbH geschaffen worden. Und sie zeigt jetzt schon in ihren ersten Wochen, dass sie es kann. Das ist die Zukunft des Bauens in Deutschland, so wie wir sie uns als Degis vorstellen. Mein Wunsch, als ich Staatssekretär wurde, 2009, es hinzubekommen, in Deutschland aufzuhören mit 16 Bundesverwaltungen, mit 16 unterschiedlichen Prioritäten. Es muss einheitlich sein. Wir brauchen eine Autobahngesellschaft. Und ich sage, die machen einen guten Job.